Wer ist da? Wer spricht hier? Daria! Von dem Tatort! Erinnern Sie sich? Ich bin zu Hause. Oh. Mit gegenüber von ihr. Bitte, schnell! Ich glaube, ja. Sind Sie noch da? Daria! Jetzt soll ich den ganzen Weg wieder zurück. Och Mann, echt, Spiel, leck mich doch. Ist doch... Es ist doch... Mann. Ich will doch diese Schleichsache mal hinter mir haben. Das heißt, wir können jetzt wieder ganz zurück. Hier ist halt alles gesperrt, das ist ja das... Wo ist denn der nächste? Aber wir können jetzt wahrscheinlich auch keinen Zug mehr fahren, oder wie ist das? Na, mal gucken. Mal schauen, was das wird. So, wusche die Wusch Wusch. Da müssen wir jetzt da wirklich zu Fuß hin. Können wir hier durch? Bringt das was? Jetzt muss keine Sperrzone mehr. Vorerst. Außer wieder hier, okay. Bringt also erstmal nichts. Du hättest dich auch mal melden können, als ich noch hier in der Ecke war, meine Liebe. Mülleimer, du bist gerade ein bisschen forsch. Ich wusste, die Sache mit Rucker gibt böses Blut. Das hätte ich dir aber auch sagen können. Diese Technos werden sich hüten, uns anzugreifen. Ja. Wo habe ich gespeichert? Wahrscheinlich auch wieder viel zu lange her. Ach. Ich habe auch ehrlich gesagt gerade nicht so wirklich viel Geduld für diese ganze Schleich-Action hier. Ich war echt froh, jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger rumlaufen zu können. Gut, dafür war jetzt halt die Sache in der Schweiz deutlich schneller vorbei, als ich dachte. Muss man ja auch nochmal lobend erwähnen. So, dann hier vorbei. Da vorbei. Speichern. Das war sauknapp. Na, wieso siehst du mich denn da? Das ist doch nicht... Ich glaube, ich muss die echt umlegen. Ich glaube, das ist die sinnvollere Variante. Es ist ja auch relativ alleine hier. Nichts. Müssen wir wirklich hier draußen bleiben? Hallo? Hier ist nichts. Natürlich rennt sie jetzt in den... Es hätte doch auch mal klappen können, dass ich hier die rumhauen kann, ohne dass jemand mitkriegt. Ärgerlich, ärgerlich. Alles sauber. Ich hab
dann will ich es mir echt mal schnappen, wenn es jetzt... Guck mal, jetzt geht es ja gerade darüber. Da guckt auch gerade keiner. So, gute Nacht. So, das ist jetzt sehr unauffällig, wie die da liegt. Gut, eine Limpli bringt es ja uns erstmal nichts, da weiter rumzurennen. Jetzt müssen wir da runter. Wie soll das denn funktionieren? Das müssen die beiden ausschalten. Irgendwie. Geht das überhaupt? Also müsst ihr doch wieder erstmal... Also der braucht eine EMP-Granate und dann erst können wir ihn ausschalten. Auch nicht schön. Ich hätte mir vielleicht mal wirklich noch eine Pistole mit EMP holen sollen oder einen Scharfschützengewehr mit EMP. So, das war jetzt mit G, oder? Ja. Bitteschön. Nein, kein Alarm. Na komm. Hätte besser laufen können. Das ist praktisch mit dem Hacken. Zwar nervig, dass jetzt alles abgeriegelt ist, aber wir müssen halt da irgendwie durch. Ach du Heilige. So, scheinbar ist dann jetzt erstmal Ruhe. Na gut, dann gehen wir mal gucken, wie es der guten Frau geht. Ist sie wahrscheinlich auch über... Ach so, zu Fuß. Gut, macht Sinn. Wenn jetzt stimmt, wenn jetzt ja hier Sperrzone ist, dann fahren auch keine Bahnen mehr. Wenn wir eh zu Fuß gehen, dann kommen wir eh viel zu spät an. Dann wird das doch heute nichts mehr. Und zumindest Adam hat Spaß. Immerhin etwas.
Juhu, angekommen. Natürlich ist auch hier Sperrzone. Boah. Bin ich froh, wenn... Ich hoffe mal, dass wenn wir mit Müller geredet haben, dass der Mist jetzt hier aufhört. Bei dem Regen saufen sie gar nicht. Ach, ihr und eure Enten. Wieso hast du mich jetzt auf einmal gesehen? Das war seltsam. Ja gut, ist halt ein Gitter dazwischen. Klar, dass ich ihn nicht erledigen kann. Ich wusste, Ruckers Tod würde Folgen haben. Wieso hast du mich denn jetzt gesehen? Der schläft nur. Na gut, dann schleichen wir mal durchs Apartment oder zum Apartment. Mecker, Mecker, Mods, Mods. Tolle Wurst. Wer bist du denn? Ja, na gut, dann schauen wir mal oben nach. Der steht immer noch darum. Biozellen, wo die Scheiße schießt auf alles, was sich bewegt. Mein Freund von Interpol. Auf den Straßen ist es heute Nacht gefährlich für Sie. Was machen Sie hier? Das wollte ich Sie auch gerade fragen. Ach, der Marder ist noch da draußen. Wir haben weitere Opfer. Alles Optis. Alles Opfer eines Harvesters, wie Angela Gump. Dann ist es also immer derselbe Täter und wir wissen immer noch nicht, wer es ist. Ich weiß nicht, wohin das führt, aber ich habe in alten Unterlagen was Unheimliches festgestellt. Marek Svobodka, der alte Harvester, ist tot. Aber dieser Mörder hat Eigenheiten, die nie publik gemacht wurden. Ich habe sogar den Friedhof angerufen, um sicherzugehen, dass Svobodka noch tot ist. Und? Er ist tot. Das erklärt aber nicht, was Sie hier machen. Es ist immer noch mein Fall. Und er ist ungelöst. Ich hatte gehofft, dass Daria noch etwas einfällt. Und was ist mit Ihnen? Sie wissen genau, dass Ihr Interpol-Ausweis heute Nacht wertlos ist. Ich sollte Sie sofort verhaften. Daria hat mich angerufen. Sie ist in Schwierigkeiten. Er sei hier. Dann brach die Verbindung ab. Ist sie da drin? Keine Ahnung. Ich habe geklopft und es kam keine Antwort. Ich habe mir Sorgen um sie gemacht. Sie hat also sie angerufen, hm? Sie wissen ja, was sie von der Polizei hält. Ja, also,
Sie sollten heute Nacht nicht draußen sein. Ich sehe mir mal das Gebäude an. Sie versuchen, bei ihr reinzukommen. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Lassen Sie sich nur nicht erwischen. In Ordnung. Na gut, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Hallo Tastenfeld. So. Oh, ich glaube, da hat gerade eine Katze die Tür aufgemacht. Das sieht doch schon mal nicht gut aus. Tagebuch. Ah, guck mal mit. Achso, die hat wahrscheinlich so ein Katzending. Ein Katzenfimmel. So, hallo Flüstern. Hallo, er kommt, da kommt er. Kein Türklopfen. Klopf, klopf, klopf. Aha. Die mich beobachtet. So. So, das kennen wir alle schon. Tipp, 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 so viel Story-Objekte. Ah, das Tagebuch haben wir jetzt eingesackt. Okay. Auch gut. Okay, sie hat also ein Bärenfell. Katzenhalsband. Ich mag diese Detektivsachen eigentlich ziemlich, muss ich ja sagen. Blut. Der milliardenschwere Santo-Präsident Nathaniel Brown hat sich trotz seiner Konferenzen die Zeit genommen, um die blutige Zahl in Prag zu sprechen. Folgendes hatte er zu sagen: Die aktuellen Vorkommnisse im Utulek-Komplex haben unsere Entschlossenheit nur noch verstärkt. Wir brauchen unbedingt ein sicheres Umfeld für augmentierte Bürger. Unvorstellbar, was passiert wäre, wenn die Staatspolizei die Aufstände. Ist es vielleicht Daria und die hat halt so ein Schizophrenie? Noch ein Brillengestell. Hier kommen wir jetzt wieder raus, okay. Was vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Hm. Wir sind beim alten Tatort angekommen. Interessant.
Vielleicht werden wir durch diese Säuberung endlich die Obdachlosen los. Das wäre was. Soll ich hier runter? Nee. Doch. Na gut, dann schauen wir uns hier unten um. Nimmt der Fall ja doch noch so ein bisschen Fahrt auf. Ist sehr verdächtig. Gott sei Dank. Ich wusste, sie finden mich. Schnell, bevor er zurückkommt. Bevor wer zurückkommt? Der Mörder von Angela Gunn? Ja, er weiß, dass sie ihn jagen. Er wollte, dass sie kommen. Und wo ist er? Er ist überall. Spüren Sie nicht, dass er da ist? Haben Sie keine Angst? Warum hat er Sie hergebracht? Was will er? Er benutzt mich, um Sie zu kriegen. Er glaubt, wenn er Ihre Augmentierungen entfernt, macht er Sie wieder gesund. Schnell, kommen Sie näher. Helfen Sie mir raus und dann erledigen Sie ihn. Ich flehe Sie an. Erst muss ich wissen, wo er ist. Wann hat er Sie hier zurückgelassen? Und wohin ist er gegangen? Machen Sie Witze? Wir haben keine Zeit für Fragen. Wenn er erfährt, dass ich mit Ihnen gesprochen habe, bringt er mich um. Bitte, mein Knöchel. Kommen Sie näher. Helfen Sie mir zu entkommen. Wozu die Eile? Im Moment sind Sie sicher. Ich muss mich zuerst um den Mörder kümmern. Etwas spät für einen Rückzieher, oder? Sie verzichten so kurz vor dem Ziel auf die Erlösung? Nein, geben Sie es zu. Sie haben die ganze Zeit die Fakten ignoriert, weil Sie gerettet werden wollen. Ich will Ihnen helfen. Ihnen muss geholfen werden. Begreifen Sie das nicht? Ich kann aus Ihnen wieder einen Menschen machen. Es ist nicht zu spät. Sie müssen nicht als Maschine sterben. Okay, und nun? Den Harvester neutralisieren, alles klar. Wo geht denn die gute Dame jetzt hin? Wir könnten hier die ganze Menge da oben. Könntest du einfach hier rüberkommen und dann schalte ich dich aus. Was hältst du denn davon, meine Liebe? Oder, ja genau, am besten mal das Zeug selber. Kein Wort jetzt. Kommst du mal hier? Ich muss in Bewegung bleiben. So. Also war es jetzt doch keine... ja, das Visa mit dem It's a Trap war ja doch etwas auffällig nachher. Das ist keine gespaltene Persönlichkeit. Was haben wir denn jetzt in dem PDA stehen? Orlovs Kind, aha.
Das war jetzt ehrlich gesagt etwas einfach, aber gut. Einfach mal warten, bis sie kommt, dann platt hauen. Lösen wir die Dinger jetzt überhaupt noch aus? Scheinbar ja nicht. Gut. Ah, okay. Ich glaube, hier unten haben wir jetzt erstmal nichts zu tun. Ist der Auftrag jetzt abgeschlossen? Scheinbar. Toxisches Gas. Wäre es halt mal interessant, was da drin ist. Zack, zack. Die Kameras, ah gut, die können wir jetzt alle mal abschalten. Wir sind schon abgeschaltet. Gut. Das wäre dann halt der Raum, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Sehr schön. Auftrag abgeschlossen, war sogar ein sehr schöner Auftrag, also sehr interessant. Mit einem doch sehr unerwarteten Ende. Jetzt ergibt alles Sinn. Am Tatort abhängen, um Darias Apartment rumschleichen, ich hätte es früher sehen müssen. Es ist nicht so, wie Sie denken, Montag. Sie haben sie getötet, weil sie wusste, wer sie wirklich sind. Daria ist bewusstlos, ihr fehlt nichts. Ihr eigentliches Problem ist, was sie mit ihr machen, wenn sie aufwacht. Ich habe den Fehler gemacht, sie in dem Fall ermitteln zu lassen, ihnen Zugang zu ihr zu gewähren. Schluss mit den Lügen. Gestehen Sie oder nicht? Sie ziehen schon wieder vorschnelle Schlüsse. Sie müssen glauben, was ich Ihnen über Daria erzähle. Und Sie müssen mich gehen lassen, damit wir beide weiter nach Antworten suchen können. Lassen Sie das! Ich bin seit 35 Jahren Cop. Ich merke es, wenn jemand bei mir soziale Augmentierungen anwendet. Ich schwör's. Noch eine falsche Bewegung und ich erschieße sie. Daria hat mich hergelockt. Sie wollte meine Seele retten, indem sie meine Augs entfernt. Genau wie sie Angela Gunn und wer weiß, wie viele andere gerettet hat. Daria Mischka? Ist in Wahrheit ein toter Serienmörder? Ah, völliger Blödsinn. Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber es erklärt so einiges. Daria hat den Mord an Angela nicht zufällig gesehen. Sie hat ihn begangen. Und mich hat sie mit reingezogen, weil sie in mir schon ihr nächstes Opti-Opfer im Visier hatte. Daria wollte sie dabei haben, weil sie keine Cops mag. Und weil sie Angst hatte. Offensichtlich aus sehr gutem Grund. Wissen Sie noch, wie sicher Sie bei Johnny Gunn waren? Sie haben sich auf das Offensichtlichste gestürzt und keine Fragen gestellt. Machen Sie denselben Fehler nicht noch einmal. Ich stand unter Druck wegen Johnny Gunn. Die Abteilung war sicher, dass er sie getötet hatte. Aber wir wissen beide, dass das nicht stimmte. Die offensichtliche Antwort war falsch.
Stimmt. Es wird eine Weile dauern, die Fakten zu ordnen. Nach ihrer Verhaftung. Wir verschwenden Zeit. Die fehlenden Antworten sind immer noch da draußen. In Darius Apartment, in ihrer Vergangenheit, an den Tatorten. Darauf müssen Sie sich jetzt konzentrieren. Weshalb die Eile? Wenn Daria die Mörderin ist, wie Sie behaupten, wird es unmittelbar keinen weiteren Mord geben. Als ich am Tatort des Mordes an Angela Gunn einen anderen Hauptverdächtigen hatte, wollten Sie, dass ich mir alle Zeit der Welt lasse, um nichts zu übersehen. Und jetzt wollen Sie unbedingt sofort hier weg. Einen größeren Durchbruch kriegen Sie in diesem Fall nicht mehr. Sie haben zwar nicht alle Teile, aber Sie wissen jetzt, wie das fertige Bild aussieht. Wir müssen die Beweise erneut prüfen, und zwar unter der Maßgabe, dass Daria die Täterin war. Dazu müsste ich Ihre Version der Ereignisse hier glauben. Ich müsste Ihnen vertrauen. Und ich weiß nicht, ob das unter diesen Umständen möglich ist. Sie haben mir schon einmal vertraut. Bei Johnny haben Sie sich getäuscht, aber bei mir lagen Sie richtig. Es war richtig, nach Daria zu sehen, und es war richtig, den Beweisen in die Kanalisation zu folgen. Ihr Instinkt ist meistens ziemlich gut. Es war vielleicht naiv. Aber ich habe geglaubt, dass Sie der sind, der Sie zu sein vorgeben. Ich habe Ihre Begründung geglaubt, dass Sie einen Mörder fassen wollen. Aber ich kann das alles hier nicht einfach ignorieren. Sollen Sie auch nicht. Sie sollen Ihrem Bauchgefühl vertrauen. Glauben Sie wirklich, ich wollte hier unten Daria töten? Glauben Sie, ich habe Angela Gunn oder eins der anderen Harvester-Opfer getötet? Ganz ehrlich, wegen Ihnen habe ich richtig gehandelt. Sie haben verhindert, dass ich einen Unschuldigen verhafte. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Sie überlegt handeln, dass Sie nicht kaltblütig oder grundlos töten. Gehen Sie. Ich übernehme ab hier.